Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Record Shop Simulator. So, wir machen mal auf. Und dann schauen wir mal, was hier heute abgeht. Neue T-Shirts, neues Glück. Hier sieht man aber extrem die. Ach so, hier ist sogar so eine Einbuchtung. Okay. Alles auf Lager. Bis auf ein T-Shirt habe ich nicht auf Lager. Da hat das Geld nicht mehr gereicht. Das kostete irgendwie 207. Ich glaube das hier. Und ich habe nur noch 196. Aber schauen wir mal, nicht wahr? So, Madame. Jetzt hat sich ihr Gesicht aufgeladen. So, 16. Mal sehen, was wir hier noch Schönes machen können. Zack, zack. 10. Bitte schön. So. Bin dann mal überlegen, ob ich so ein bisschen dazwischen spiele, dass ich einfach mal so ein bisschen Geld habe, ne? Dass wir so ein bisschen ausbauen, hier Plattenlabel noch holen. Was ich erstmal wahrscheinlich machen werde, weil das ja schon freigeschaltet ist, die Kopfhörer, die Lautsprecher noch und hier noch ein Kopfhörer. Mein Gott! Ich fange gleich nochmal an. Moment, ich kassiere die erstmal ab. Also, es gibt ja insgesamt vier Lautsprecher, also die letzten beiden noch mit ins Programm. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Lagerregal. Da hat es auch nicht mehr zugereicht. Und hier ist ja noch ein Fach für Lautsprecher frei. Und dann Regal holen, das kostet ja auch 800 für die nächsten Schallplatten. Und dann schauen wir mal. Und das geht ja alles noch ohne Erweiterung. Bum, bum, bum. So, jetzt wo man so ein bisschen weiter ist und ja, sich mit dieser Kartonback abgefunden hat, geht's auch. Naja, und die Maus ist ein bisschen langsam. Ach so, du, bist traurig. Aber wie gesagt, mal ein anderes Thema von diesen Shops. Ich mag ja diese Shop-Simulatoren. Mal sehen, was sie sich noch so für Themen einfallen lassen. Ob jetzt ein Plattenladen zeitgemäß ist, darüber mag man sich streiten. Weil ich glaube, viele Leute Platten heute nicht mehr. Ich glaube noch nicht mal CDs. Ich glaube viel MP3 und Spotify und so weiter. Anders wird das heute nicht mehr konsumiert, denke ich. In der Masse. Aber was natürlich so funktionieren kann, ist halt so ein wirklich, ne, wo man Lautsprecher, Plattenspieler jetzt nicht, Kopfhörer und Merch halt verkauft für die Bands. Das, oh, ich sehe gerade was, ich muss mal ein bisschen sauber machen, bevor sie wieder kotzen hier. Laber und Laber. Okay. Aber ich kenne ja noch die Plattenläden hier von früher. Später haben sie dann CDs verkauft. Aber gibt es hier überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, das wird auch überhaupt nicht mehr laufen. Aber hier so ein bisschen in Nostalgie schwelgen.
ist für mich gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wir hatten davon hier in der kleinen Stadt, hatten wir davon 2 Läden. Dana als Kind immerhin alles bestellt, ne, was ich haben wollte, an 3 Fragezeichen und auch so. Später dann die Musik. Achso, schon wieder zu. Ich gar nicht gemerkt vor lauter Laberei. Und eigentlich so dieser Plattenladen war früher für uns Teenager eigentlich auch so ein Treffpunkt, ja? Oder bei Hertie. Hertie gibt es ja auch nicht mehr. Das war ja so ein Kaufhaus wie Karstadt. Und Karstadt gibt es ja auch kaum noch. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß auch gar nicht, wie meine Zuschauerschaft so ist, dass die mir folgen können, wie viele junge Leute ich hier habe. Ob die überhaupt noch wissen, wovon ich spreche. Das muss ich immer wieder auch bei meinen jungen Arbeitskolleginnen feststellen. Alles, was so nach der Jahrtausendwende geboren ist, ne, die wissen, ne, die können mir stellenweise überhaupt nicht mehr folgen. Weil das war einfach nicht denen ihre Zeit. So, dann einmal Plattenspieler bestellen. Plattenspieler. Die hier, ne? Dafür kann ich heute vielen Sachen überhaupt nicht mehr folgen. Also ich kenne weder was, also ich gucke überhaupt keine Filme mehr und auch keine Serien mehr. Ich gucke eigentlich nur noch YouTube und Twitch. Ich kann bei der Musik heute überhaupt nicht mehr folgen. Ich weiß überhaupt die ganzen Interpreten und die ganzen Titel und ich kann, das sehe ich, das merke ich extrem, wenn ich hier Julian Bam gucke. Die, also ich liebe ja das, diese Kunst, die er da macht, die Songs aus der Bohne und Mann im Mond. Ich liebe das, was er da tut, aber ich muss sagen, ich kenne 98% der Songs überhaupt nicht. Ich weiß einfach nicht, was das für eine Musik ist. Ich, tut mir leid, das ist einfach nicht meins. Ne, ihr habt mich total abgehangen hier. Und auch so, wenn Leute von Filmen oder so erzählen, die im Kino laufen oder Gott. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Film geguckt habe. Geschweige denn, dass ich einen Film geguckt habe, der neu rausgekommen ist. Ich habe da absolut keinen Plan mehr von. Oder was ich so witzig finde, ich habe da letztens auch ein paar YouTuber gesehen. Kinderserien meiner Kindheit. Habe ich mal reingeguckt. Die kannte ich alle überhaupt nicht, weil ich da schon lange nicht mehr Kind war. Ich habe gedacht, ey Leute, ihr müsst Leute, ihr müsst aus meiner Kindheit sowas machen. Und ich glaube, das würden die jungen Leute von heute, die würden sagen, was denn das? Oder kennt irgendeiner von den jungen Leuten Kimba der Weiße Löwe? Wohl kaum. Ganz, ganz selten. Ja, und wenn ich dann diese Kinder sehe, und ich so, hä, was ist denn das? Von manchen habe ich schon gehört, ja. Weil auch manches geht ja dann an... Ja, okay. An mir nicht vorbei. Aber manche Serien denke ich, was soll das sein? Und vor allen Dingen, was es für Kinderserien heute gibt. Also,
Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gab. Ist ja für die dann auch schon Nostalgie. Also wie sich die Zeit verändert, das ist Wahnsinn. Bumm. So, und deswegen, das fällt mir hier immer wieder auf mit dem Plattenladen. Du bist jetzt hier gleich durch die Tür geschossen, ne? Ich denke mal, die Jugend von heute wird schon mal was von der Schallplatte gehört haben. Aber ich glaube nicht, dass die wissen, was das für ein Erlebnis damals war. Und dass es zwei verschiedene Geschwindigkeiten gab. Früher noch vier. Das war dann aber schon wieder eine Generation vor mir. Zu meiner Zeit gab es nur noch zwei Geschwindigkeiten. Zu der Zeit von meinem Vater gab es vier. Nee. So, ich brauche hiervon alle, ne? Das muss man sich echt mal reinziehen. So, dich muss ich nochmal auffüllen. Genau, die anderen kommen nur ins Lager. Entschuldigung, aber diese Platten, die verleiten mich so ein bisschen zu Nostalgie. Das ist halt so. So, dann lass mal gucken. Die T-Shirts habe ich erstmal so verteilt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Deswegen wollte ich ja ein neues Lager haben. So, die habe ich, glaube ich, gar nicht. Die muss ich eh kaufen. La 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 la. Ich habe dann auch mal auf YouTube irgend so eine Quiz-Sendung geguckt. Irgendwie diese Quiz-Sendung, die ist irgendwie auch von World Wide Web oder so. World Wide Wohnzimmer. So, hier. Und dann habe ich so mir das angeguckt und so diese Fragen. Alles, was mit Musik, Filme und Sport und was weiß ich aus der heutigen Zeit. Kein Plan. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wovon die sprechen. Und dann kamen so Fragen von Allgemeinwissen und so Fragen ja, für ältere Generationen. Die habe ich alle gewusst. Die haben die jungen Leute dann nicht gewusst. Also, wenn ihr sowas spielt wie Spiel des Wissens oder was auch immer, oder Trivial Pursuit, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, das kommt immer darauf an, welche Generation ihr seid und aus welcher Zeit diese Fragen sind. Ne, das hat nichts damit zu tun, ob ihr doof seid oder sowas. Das will ich noch mal hervorheben hier. So, mal sehen, ob ich heute. So, die brauche ich nicht auf. So, week. Week, week, week. So, hier sind noch 6 drin und hier sind noch 1 drin. Ich habe mich hier nämlich verkauft, das eine Mal. Deswegen habe ich hier einen Karton mehr. So. Da war zum Beispiel einmal die Frage, welchem Planeten wurde
Ich weiß nicht, welches Jahr es war. Der Planetenstatus aberkannt. Ich glaube, das war vor 20 oder 10 Jahren irgendwo so um den Dreh. Ich weiß es nicht mehr. Und das wussten die alle nicht. Und ich wusste das sofort, weil ich noch damit groß geworden bin. Ich wusste, dass es Pluto ist. Pluto ist heute, hat heute keinen Planetenstatus mehr. Warum auch immer. Es war schon immer ein Zwergenplanet. Und ich habe mich auch schon immer für Astronomie interessiert. Von daher wusste ich das. Gehört für mich, ich habe es aber auch in der Schule gelernt. Gehört für mich zu Allgemeinwissen. Naja, und so ist das. Genau wie ich beim Mauerfall dabei war und ich auch die DDR noch live kenne. Und auch beim World Trade Center, als die Flugzeuge da reingeflogen sind, da war ich schon erwachsen. Das habe ich alles live miterlebt. Ne? Und die alle, die nach 2000 geboren sind, auch meine Arbeitskolleginnen, die wissen das alle nicht. Und ich war live dabei. Mein Gott, bin ich alt. Ah, so, jetzt hat er genug gesabbelt, das ist ja schlimm. Aber wie gesagt, es kommt hier einfach die Nostalgie in mir hoch. Bei den Schallplatten. So. Wir müssen den T-Ray bestellen. Ich weiß auch, dass diese ganzen, oder JT, hier irgendwie Anspielungen auf Bands sind, die ich aber überhaupt alle nicht mehr kenne. Okay, JT, ne? T-Ray, irgendwie habe ich mal gehört. T-Ratched, gibt es auch irgendwie sowas? Goatstein soll sicherlich Rammstein sein. Könnte ich mir vorstellen. Das kenne ich noch, aber dann hört es auch irgendwann auf. So, dich packen wir mal daneben. Aber ich glaube, es sieht gut aus, dass ich heute vielleicht mal Dings bestellen kann. Aber egal. Und ich muss mir hier auch irgendwie die Zeit vertreiben beim Auffüllen. Zeitvertreiben. So. Okay, eine Frage, das muss ich euch noch erzählen. Auch bei diesem Quiz. Ne, wer regierte? Das hat man aber nicht nur in der Schule gelernt, das müsste man eigentlich auch aus Film und Fernsehen mitbekommen haben. Wer regierte mit Kaiser Franz Österreich-Ungarn? Die wussten die Antwort nicht. Die Antwort ist Sissi. Kaiserin Sissi. Man kennt doch die Sissi-Filme, oder nicht? Also selbst wenn man es in der Schule in Geschichte schlecht war. Aber ich wusste es sofort. Nee. Naja, okay, aber die Sissi-Filme sind mittlerweile auch schon so alt, dass das auch junge Leute nicht wissen. Aber ne, das waren wieder Fragen für Alte. So, okay, Mensch, wir können noch ein Lagerregal kaufen. Ihr habt noch genug Geld. So, dann machen wir das mal. Möbelgroßhändler, Lagerregal. Jawohl. Und ich liebe die Sissi-Filme, ne? Immer zu Weihnachten. Ja, ich bin alt. Ich geb's ja zu. So. Dann einmal will ich mal die T-Shirts hier rein. Dahin umräumen. Und dann machen wir einen Laden. Uff.
So, hier hatte ich noch T-Shirts, jawohl. Aber hier will ich die Schallplatten hinmachen und hier den anderen Krempel. So, und dann machen wir hier die Lautsprecher hin. So, dann haben wir für jedes ihr Regalfach. Ich weiß nicht, ob ich hier dann noch einen hin, obwohl hier ist doof, ne? Aber hier müsste ich noch Regale hinkriegen. Kann ich die Tür überhaupt zumachen? Okay, so, dann machen wir mal auf. Ach so, Mensch, ist ja nicht gefundene Produkte. Also ist nicht mehr so viel, ne? Nichts gestohlen, alles klar. Dann wollen wir mal. Bim, bim, bada, bam, bim, bada, bam. Bada, bada, bam. Welcome to Prince Plaza. We are now open. Müll. Müll, Müll, Müll. Ich muss ja immer noch hier die Basketballgeschichte machen. Basketball, Basketball. Looking for new music? Come check out So, our mal record store, gucken, located on the first ob floor. keiner guckt. Vielleicht nehme ich dann aber auch wirklich prioritär erstmal neue Schallplatten auf. Das neue Label kostet bestimmt mehr. Das neue Label. Obwohl, 1500 geht. Ich komme. Hallo. Schön. Dann brauche ich aber erstmal ein Regal mit 800. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch ein Lagerregal, weil die Schallplatten kriege ich da nicht mehr rein. Also erstmal nur 1800 nur für Regale. Bevor ich dann überhaupt für 1500 das Label freischalte. Hier ist was los. Kreditkarte gibt es ja auch noch nicht, ne? Fällt mir gerade so auf. Mir die ganze Zeit noch nicht aufgefallen. Dann gucken wir mal gleich noch mal einen Dreck, wenn ich die letzte hier gemacht habe. 70. Weil ich sehe schon wieder. Dreck, Dreck, Dreck. Einer an der Kasse? Nee, noch nicht. Dann kann ich ja noch mal weiter aufräumen. So, alles sauber, sehr schön. Bin schon da. So, T-Shirts. 86. So. Ui. Sehr schön. 12. 15. Jawohl. Und einmal Lautsprecher. 62, 27.
So, den Tag machen wir noch zusammen zu Ende. Und das Auffüllen mache ich dann wieder, ne? Nee, das war nicht richtig. Ich will den. Kauft, Leute, kauft. Das freut mich. Wie sieht es im Dreck aus? Okay, aber es ist gleich zu. Der Laden ist ja gleich zu. Oh, da kann ich ja wieder Basketball üben. So ist so, kommt keiner mehr. Okay, ihr Lieben. Dann räume ich jetzt hier alles alleine ein und dann sehen wir uns morgen früh, wenn der Laden neu geöffnet hat. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.